Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wieder gab es einen netten Hinweis aus meinem YouTube-Kanal. Und zwar sollte ich doch mal hier den versteckten Beuteanteil Römisch 1 von Sven Eisenbart durchlesen. Das machen wir mal eben. Versteckte Beute. Von der Mündung des Flusses Gier den Strand entlang in Richtung der gekreuzten Palmen. Bei den Palmen biege nach rechts ab und gehe dem alten toten Baum. Von hier folge den rechten unteren Rand in Klippen in die Lörkerbucht. Bei der zweiten Palme, okay, das ist also am Strand. Ich will das jetzt nicht vorlesen, das geht auf die Zeit, liebe Leute. Ja, wenn ich mich jetzt aber zum Strand teleportieren sollte, dann, ja, dann ist doof. Dann habe ich ja ganz viele Warane. Und das sieht nicht so gut aus mit meinem Proviant. Also deswegen muss ich noch ein bisschen Proviant kaufen. Und am besten auch noch ein paar Pfeile. Habe ich überhaupt Federn, um Pfeile herzustellen? Ich sehe das nämlich nicht so. 8 vielleicht. Ne, Schreibfedern. So, 276 Pfeilschäfte und 240 Pfeilspitzen, aber leider keine Federn. Ja, dann schauen wir doch mal. Karl, der Händler. Zeig mir deine Ware. Der hat ja einigermaßen was zu verkaufen. Da kostet zum Beispiel ein Essenz der Heilung 50 Goldstücke. Was sind das? Bauernschinken. Wenn ich den jetzt aber was soll ich denn das kaufen? Das ist mir zu viel. Oder? Oder was? Oder wie? What? Ja, okay, werde ich mal ein paar Trinkchen kaufen. Zwar bis ich so ungefähr. Ja, das muss doch reichen. Ja, dann als nächstes ein Waffenhändler. Das war doch der Finko. Hey! Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, genau. Der hat ja auch Pfeile. Die könnte ich eigentlich auch schärfen dann nachträglich. Und ich habe nicht mehr so viel Gold. Deswegen schauen wir mal, was ich ihm eigentlich auch noch so an Müll anbieten könnte. Und zwar Langschwert geschärft. Ich glaube, die alten Sachen, die kann ich eigentlich alle weg hier wegballern. Du brauchst auch keinen Mensch. Zack, dich weg. Dich weg, dich weg. Den lass ich mal. Dann grobes Kriegsbeil, Black. Weg. Sind das Wolfsmesser geschärft? Ja, vielleicht muss ich nochmal einen Wolf irgendwie ausmetzeln. Beil geschärft. Eine kleine Sense, die will ich behalten. Kurzschwert der Miliz. Grobes Kurzschwert will ich behalten. Ja, hier ein paar komische Knöppel hier. Ein Dolch, den will ich auch noch behalten. Ja, dann kann ich doch nochmal ein bisschen mehr Pfeile kaufen. Ja, ich glaube, ich kann die alle wegkaufen. Was? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, okay. Haben wir das auch erledigt. So, Pfeile schärfen war ja an der Werkbank. Die ist da oben bei unserem lieben, netten Schmiedchen. Genau, Robert. Robert, richtig. So, mal gucken, wie lange es braucht, wenn ich hier die Pfeile schärfen möchte. 100 Pfeile schärfen. 10 Pfeile schärfen, okay. Schade, dass es keinen 50er Schritt gibt. Das wäre nämlich richtig gut. Ja, dann wollen wir mal zurück an den Strand. Ach ja, Moment. Wo ich mich da hier ins Waranengetümmel stürze. Aua. Also zwei gekreuzte Palmen irgendwo hier unten am Strand. Zwei gekreuzte Palmen. So, ich höre sie nicht mehr.
Okay, die haben von mir gelassen. Gucken wir nochmal. Nach dem Schreiben. So, von der Mündung des Flusses. Gehe an den Strand entlang in Richtung der gekreuzten Palmen. Also von der Mündung des Flusses heißt es. Von der Mündung des Flusses. Wo war denn jetzt der Fluss? Hier war doch gar kein Fluss. Das ist wahrscheinlich der andere Strand gewesen. Oder ist hier ein Nee, hier ist kein Fluss. Das heißt, es war der andere Strand. Herr Jemini. Stopp. Ist das ein Kräuter? Ja. Das ist ein Kräuter, Damen und Herren. Und hier gibt es noch mehr Kräuter. Oh, I'm so blind. Ja, wahrscheinlich werden sich einige fragen, warum habe ich denn jetzt eine tiefere Stimme? Ja, das ist immer noch meiner blöden Erkältung zu schulden. Also da steckt bei mir immer noch drin. Ne? Aber ich finde, die Stimme steht mir wohl ganz gut, wie ich das gelesen habe. Na, nochmal Schildkrötensuppe. Zwei gekreuzte Palmen. In der Mündung des Flusses. Hier waren ja auch keine Flüsse. Mensch, wo war denn das? Auf jeden Fall war da ein Strand. Auch. Der ist bestimmt auf der Anne-Seite. So sehe ich das. Ja. Hier war ja die Höhle. Mit den lustigen Ameisen unter der Brücke. Falls es überhaupt Ameisen sind. Ja. Also ich meine die hier. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem richtigen Holzweg bin. Über die Holzbrücke bin ich ja schon gelaufen. Und da ist ja eine. Ja, das ist hier sozusagen der weitere Strand. Hier ist der Wasserfall. Wasserfall. Ach ja. Und ich meine, hier wäre auch noch irgendeine Höhle gewesen. Aus der ich gekommen bin. Die meinte ich ja. Ja, auch von der Mündung des Flusses. Aus der Mündung des Flusses hörst du ein lautes Trampeln eines Wassergolems, der noch die ganze Zeit da lustigerweise ist. Menno. Ja, wie kann man denn Wasser vernichten? Mit Feuer? Ich habe aber keine Feuerpfeile. Erstmal sicherheitshalber mal was essen. Weil leckeres Schildkrötenfleisch, das bringt ja nicht so viel. Und ein paar Tränke habe ich auch, aber so schlimm ist das hier jetzt auch nicht. Ich habe mal ein bisschen hier weiter Abstand genommen, um zu hoffen, ob der Waldgolem wieder das Weite gesucht hat. Es könnte durchaus möglich sein, dass er dahinter noch auf Lauer liegt. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich echt blöd orientiert. Noch einfach mal gucken. Ja, das ist gut. Oder bis jetzt sieht es gut aus. Es ist gut. Gut, okay. Also in unserer Beschreibung stand Folgendes. Hier von der Mündung hier. Aufpassen, mach jetzt hier einen Waldgolem. Ja, da hinten ist einer, richtig. Bisschen hier Abstand nehmen, weil da ist nämlich der Waldgolem auch. Und ich soll dann sozusagen zu den gekreuzten Palmen gehen, die dort zu sehen sind. Das ist cool. Aber für diejenigen, die gerade jetzt hier hingeskippt haben, es geht gerade um die Schatzsuche.
und König Eisenbarts Hinweisbrief Nummer 1. Ich sollte mich zu den gekreuzten Palmen begeben. Das habe ich jetzt getan und jetzt gucken wir weiter. So, und gehe zu dem alten toten Baum von hier, folge dem unteren Rand der Klippen in die Lurkerbucht. Bei der zweiten Palme kannst du Kokosnüsse finden. Diese kannst du mitnehmen und später verzehren. Geh nun wieder zurück zum alten toten Baum. Hier auf dem alten Baum, an dem alten Baum vorbei, bis du zu dem Flusslauf kommst. Okay. Also, ich soll hier entlang der Felsen gehen. Erstmal gucken, was hier noch so alles rumkreucht und fleucht. Ein paar Muscheln zum Essen. Oder zum Juwelier. Ja, auch ein Muschel. Ja, schon fast gedacht. Von hier aus schon was sehen? Nein. Legen wir mal lieber den Fokus auf den Schatz. Beziehungsweise auf die schätzlichen Hinweise. Hoffentlich kein Scherz sind. So, hier ist die Lurkerbucht. Die beschriebene. So, und da hinten sehe ich irgendwas liegen. Sowas wie Kokosnüsse. Kokosnüsse. Kokosnüsse, Kokosnüsse. Richtig. So, nein, du sollst mir den geschärften Pfeil geben. Hört sich gut an, sieht gut aus. Oh, Schildkröte. Ja, Lörkerchen, ich bin hier. Du da unten. Ja, die Reichweite ist... Ja, klappt doch. Ja. Mit dem Kopf durch die Wand, Lurker, das wird nicht so gehen. Und die anwesende Katze, eine schnurrende Katze. Ja. Auch an dieser Stelle sicherheitshalber mal. Speichern. Sind das echt Kokosnüsse? Tatsache, Kokosnüsse. Wo hier noch wer? Ja, da hinten. Ah, der hat mich schon gewittert. Gut, das heißt. Okay. Hey, Lörgersche hier, warum haust du ab? Nein, nicht die Schildkröte. Na, sieht doch gut aus bis jetzt. Los, direkter Treffer. Na, Roland ist heute etwas behende, was das Runtergehen angeht. Wie klingen eigentlich Schildkröten, wenn sie sterben? Das frage ich mich jedes Mal. Die Schildkröten klingen, wenn sie gerade pudern, also poppen. Also pudern, sagt der Österreicher. Oder poppen. Das kann ich nicht sagen. Das habe ich nämlich noch nicht gehört. Also Schildkröten, die sterben. Da hinten sind noch ein paar. Dann gibt es irgendwas von einem alten toten Bamberger, also ein Baum. Der ist wahrscheinlich irgendwo hier. Nochmal die Beschreibung lesen. Man kann das ja nicht oft genug machen. So, diese kannst du mitnehmen, später verzehren. Gehe nun wieder zurück zum alten toten Baum. Ja, vom alten toten Baum bin ich ja erstmal gar nicht gekommen. Der ist mir nicht so. Da ist nicht. Okay. Der ist mir gar nicht so aufge. Ach, das ist der da. Ach, das ist der alte Baum hier. Ja, das ist wohl ein richtig schöner toter alter Baum. Wo gleich eine tote Schildkröte liegt.
Scheint wahrscheinlich ein Trigger zu sein oder so. So, und wenn wir davon gekommen sind, von dem schönen alten Baum. So, gehe dann an dem alten Baum vorbei bis zu dem Fluss, bis du so zu dem Flusslauf kommst. Folge dem Flusslauf aufwärts bis zum unteren Wasserfall. Linke Hand kannst du einen Weg erkennen, der nach oben führt. Folge dem Weg nach oben. Okay. Alles nach Anleitung machen. Mittelalterliches Navi. Eine schmerzende Hand geschrieben. Das sieht so aus, als wäre hier etwas. Und vor allem Unbekanntes. Mir Unbekanntes. Euch vielleicht manchen nicht, weil sie ja schon kennen, was kommt. Oder kommen wird. Zum Beispiel ein Steinhautmulat. Ein steiniger Molorathaut. Moment mal, hier gibt's ja noch einen Weg. Aber zum alten Steinkreis. Mhm. Dann probieren wir erstmal den alten Steinkreis. Ich kann da hinten was wieder was Goldschimmerndes erkennen. Welches einen Wolf ausmachen könnte. Gucken wir hin. Wilder, wilder Wolf. Noch? Oh, nee, ne? Das sind also wilde, wilde Wölfe. Die im Grunde genommen nichts an. Aha, ist mir was runtergefallen. Geschärften Pfeil. Und ich habe das dumme Gefühl, dass wir das so nicht schaffen. Also wenn ich mich da mitten in die Wölfe begebe, das ist doch Kamikaze, das ist Harakiri. Da ist ja schon einer gewesen, super klasse. Na? Ja. Haben sich zwei jetzt abgetrennt oder wie? Nee. Die sind wieder rübergegangen. Meinte, dass ich hier schon gewesen sei. Ja, ja, ist klar. Aber ich werde erst flüchten, wenn ihr na? Oh, er hat was zum Mampfen entdeckt. Was ist mit dem anderen? Hau ihn auf die Backe. Oh, der ist aber widerspenstig. Ja, ein wilder, wilder Wolf. Lecker frisches Schildkrötenfleisch. Aber Trank. Sollte ich das nochmal so machen? Die wilden Wölfe bis hier hinlocken. Also dann nämlich was sehen, was lecker ist. Ich bin der Meinung, ich wäre da schon gewesen. Okay. Ja, okay. Hier gibt's leckeres Essen. Oh! Doch nicht. Ist er ertrunken? Ja. Hallo. Nee, ne? Überraschung. Ja, auch so kann man die Tränke verballern. Ja. Ja. Nein. Da unten ist Mr. Wassergolem. So, komm hier hoch. Genau, richtig. Ah, er hat den Sprung noch gespeichert gehabt.
Mauscaché. Ja. Weiter gucken. Zwei wilde Wölfe. Noch ein wilder Wolf. Ja, ich war doch hier. War sowas von, war ich hier. Weil dieses Ding hier kommt mir bekannt vor. Dann sind die wilden Wölfe hier neu dazugekommen. Oh. Okay. Hier gibt es lecker Happy. Okay, der ist hoffentlich dran hängen geblieben. Da sind zwei. Nope, es ist. Es sind doch zwei. Okay. Die habe ich mal glückseligerweise nur mit diesem Blurred-Degen geschafft. Ja, liebe Tierfreunde, heute leider nichts für Tierliebe zu tun mit den Wölfen. Dann haben wir einfach nur die Felle abgezogen. Hier ist noch ein wilder Wolf. Stopp, da ist was Helleres gewesen. Oh, hier hat man so einiges gemischt. Interessant. Aber trotzdem werde ich erstmal hier so... Genau, hier hatten wir doch diesen Schattenläufer zu liegen gehabt. Nein, das sieht nur so ähnlich aus. Hier war ich doch noch nicht. Naturellement. Ah ouais. Dann können wir eventuell die Wölfe hier von hier oben erlegen. Gucken, nee. Ist ja lustig, dieser Baum. Man kann aber auch nicht auf den Baum klettern, oder? Hier bleibe ich hängen. Hier komme ich nicht durch. Und hier eventuell? Ja. Aber das ist mir nicht hoch genug. Ah, schade. Na gut, okay. Lesen wir mal lieber nach. Was noch so in diesem, ach so tollen Brief steckt. Folge den Weg hoch, hieß es ja. Folge dem Weg nach oben. Bist du oben angekommen, gehe weiter bis zur Felswand. Auf der rechten Seite gibt es die Möglichkeit, an den Klippen etwas nach oben zu klettern. Irgendwo oben im Felsen habe ich meinen ersten Mart abgemurkst, der mir beim Verstecken des Schatzes behilflich war. Dort findest du den nächsten Hinweis. Was? Also, folge dem Flusslauf auf einem Wasserfall. Linke Hand mit dem Weg erkennen. Der fügt nach oben. Folge dem Weg nach oben. Bis du oben angekommen bist, gehe weiter zur Felswand. Und dann auf der rechten Seite. Mhm, also bin ich zu weit gegangen. Also ich muss bis zur Felswand gehen, wo man so ein bisschen hoch... Oh yeah! Wo bist du denn? Wo man so ein bisschen, entweder war das hier und hier irgendwo ein bisschen hochklettern kann. Das war doch hier an der Geschichte. Oh, ich höre was. Baran-technisches. Oh, oh, spannend hier. Oh, Schatz. Neuer Versuch. Mal ein bisschen hochklettern kann. Ja, du bist gut. Wird bestimmt falsch sein. Ganz falsch. Da ist ja auch ein Baran nix. Ach so, guten Tag. Alles klar. Ja, soll sich der Wolf mal mit dem Baran um die Barane kümmern. Ja. Und oh yeah, geschafft. Wie sieht's aus? Wow. Nee. Das war nicht gut. Also nochmal, genau richtig. Ach ja.
Also, hier kann es nicht weitergehen. Weil sonst würden ja Warane da irgendwie erwähnt worden sein auf dem Zettel. Also doch dieser blöde Steinkreis. Gucken wir mal. Ah ja, vielleicht sollte ich mal wieder... Nein? Wo sind sie denn? Ach, da ist einer. Da sind zwei wilde Wölfe. Wenn ich zwei Stück auf einmal kriege, aber die sind ja ziemlich weit links. Oh Gott, da sind mehrere. Trotzdem gehe ich hier weiter entlang. Was erwartet mich hier? Erstmal ein bisschen Freiheit. Wo man hier hoch, ein bisschen hochklettern kann. Ah. Mhm. Das sieht so aus, als wäre das die Stelle, wo man, wo es so aussieht, als könnte man hier etwas hochklettern. Nee. Ich bin hier auch hier wieder falsch. Was auf mich zu? Nein. Was ist eigentlich hier in der Ferne? Hier ist nichts. Ist wieder spooky hier. Hier zu einem Felsenstück, was so aussieht, als könnte man da hochklettern. Hab ich gemacht. Okay, mal abspeichern. Hier wird's nämlich wieder lustig. Ja, dann folglicherweise müsste ich auch daran vorbeigelatscht sein. Und das ist eine Stelle, an der ich auch schon mal war. Und das ist wohl die etwas begehbare Klippe. Ja, natürlich. So, aber das ist da zu steil. Dann dürften wir wohl diesen Hinweis gleich finden werden. Soll ja ein Hinweis kommen. Ne? Und zwar der Hinweis ist, dass es noch weiter runter geht. Und ich hier runter glitsche. Na, super klasse. Dann haben wir wohl was falsch gemacht. Ja. Laufen wir hier dumm rum? Oder vielleicht hier? Das sieht auch so ein bisschen danach aus. Nein. Das ist demnach nicht so. Ja, und jetzt wird's... Ach, wo sind das Scavies? Ja, sehen so aus. Also hier ist nichts mehr. Ich glaube, ich bin daran vorbei oder ich habe noch was nicht ausgelöst. Doch, ich habe doch was ausgelöst. Was habe ich denn ausgelöst? Ein paar Wölfe habe ich ausgelöst. Ja, hier war ich, richtig. Das war die Geschichte und da war dieser Schattenläufer. So war das. Da lag ich doch nicht so falsch mit meiner Vermutung. Naja, wollen wir mal gucken, ob wir noch was essen und dann die beiden Wölfe dann nochmal erledigen. Feuerwurzel, Feuerkraut, Feuernessel, Heilwurzel soll ich nicht essen. Auch danke für diesen Hinweis. Aber eine Weidenbeere darf ich doch wohl essen, oder? Snapperkraut, Dauer Sekunden. Okay, ja, das ist Geschwindigkeitskrams. Ach, dann werden wir hier mal so viel Weidenbeeren essen, dass wir hier randvoll mit Leben sind. Tja. Große Frage, nächste Frage. Wo sind die Wolfgangs? Da sind sie. Los, komm, witter mich doch. Ach so. Sind
auch am Mampfen. Jedenfalls einer von denen. Oh, jetzt bleibe ich hier hängen. Das ist nicht so vom Vorteil. So, ja, wunderbar. Das geht doch so gut. Bis jetzt. Mit den Wölfen erscheint mir das doch reichlich random. Also zufällig. Okay. Und es ist wieder super schlechtes Wetter hier. So, wo sind wir denn hier? Gibt es hier noch irgendwas Lustiges? Ja, hier war ich ja. Ich hätte hier was erkennen können. Bin ja hier herumgestapft. Aber ja, keine Kräuterchen gefunden. Weder Baumstämme. Fels. Oh, den habe ich noch wohl verloren. Links hoch und auf der rechten Seite ein Felsen, wo man ein bisschen hochklettern kann. Hier gibt es aber einen Weg, der hochgeht. Also gehe ich rechter Hand den Felsen vorbei. Und dann sollte irgendeine Stelle sein, die eine Heilpflanze beinhaltet. So, die nächste Möglichkeit, wo wir hochkommen könnten. Ja, hahaha. Da kommt erstmal die Höhle. Die ist aber auch nicht beschrieben in dem... in der Beschreibung. Hier ist es ja sonst kurz vor der Höhle. Kann man irgendwo so ein bisschen hochklettern. So. Und hier waren wir ja schon. Ergo bringt das hier nichts. Oder der Zettel wurde vom Wind verweht und ist irgendwo hier in der Höhle gelandet. Weiß ich nicht, man muss ja auf alle Eventualitäten gewappnet sein. Nö. Ja, liebe Leute, ich kann nicht länger machen, sonst komme ich über die Zeit. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schreibt mir einen Kommentar am besten, wo, ob ich überhaupt hier in dieser richtigen Richtung bin, um den zweiten Hinweis von König Eisenbart zu finden. Das wäre cool. Gebt mir einen Daumen, abonniert mich und bye bye.